Sie sind die Frauen im Schatten der Krone, die Schwestern der Royals. Als Kate und Co. in die Königshäuser eingeheiratet haben, sind auch ihre Geschwister ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Allen voran Pippa Middleton, heute Matthews. Ihren großen Auftritt bekam die jüngere Schwester von Prinzessin Kate bei deren Hochzeit mit Prinz William im Jahr 2011. Die heute 40-Jährige durfte nicht nur die Schleppe des Brautkleides tragen, sondern sogar gemeinsam mit der Royal Family auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen. 2017 gab sie dem Profi-Rennfahrer und Hedgefondsmanager James Matthews das Jawort, eine Hochzeit, die ebenfalls königlich wirkte. Das Paar ist oft bei royalen Anlässen geladen. Die Schwestern von Sophia von Schweden waren ebenfalls des Öfteren im königlichen Scheinwerferlicht zu sehen, doch in den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um Sarah Hellquist und Lina Fred. Schwester Sarah sah man zuletzt bei der Taufe von Prinz Julian auf Schloss Trottningholm 2021. Ähnlich ist es bei Thelma Ortiz Roca Solano, der jüngeren Schwester von Königin Letizia von Spanien. Während ihre Schwester an der Seite des spanischen Königs Felipe fortwährend ihren royalen Verpflichtungen nachkommt, steht Thelma aufgrund ihrer Karriere im Rampenlicht. Sie ist Leiterin der Abteilung Außenbeziehungen und Strategie bei der Concordia Versicherungsgesellschaft. Neben Thelma hatte Letizia noch eine andere jüngere Schwester, deren Leben jedoch ein tragisches Ende nahm. Im Alter von gerade einmal 31 Jahren wurde Erika Ortiz Roca Solano im Jahr 2007 tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein schwerer Schicksalsschlag für Letizia. Die Ermittler gingen von Selbstmord aus. Auch die Schwester von Königin Maxima beging Suizid. Mit 33 Jahren hatte sich Ines Sorrieta in Buenos Aires 2018 das Leben genommen. Einer der Gründe, warum sich Königin Maxima heute im Bereich Mental Health engagiert.